Herzlich willkommen zu einem Video von kreativekiste.de. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du mit einem ganz einfachen Trick relativ viel Geld mit deiner Klimaanlage sparen kannst. Dazu gehst du auf die Rückseite von deiner Klimaanlage. Hier befindet sich der sogenannte Verflüssiger. Der gibt die Wärme, die im Raum aufgenommen wurde, an die Umgebung ab. Um die Wärme abzugeben, läuft im Außengerät ein Lüfter, der permanent Luft durch die Lamellen zieht. Dadurch bleiben natürlich Pollen, Staub und alles Mögliche hier im Verflüssiger hängen. Und je mehr Schmutz in dem Verflüssiger drin ist, desto schlechter wird der Wärmeübergang zwischen Lamelle und Luft und desto mehr muss der Verdichter arbeiten und desto höher wird dein Stromverbrauch. Damit der Wärmeübergang besser wird, kannst du einfach einen Gartenschlauch nehmen, wenn das nicht möglich ist, auch eine Gießkanne und den Wärmetauscher einfach von oben nach unten einmal sauber machen. Bist du einmal so komplett durchgegangen, den Schlauch gerade halten und wirklich in die Lamellen so richtig reinsprühen. Dadurch löst sich der gesamte Schmutz und Dreck. Nach dem Reinigen vom Wärmetauscher am besten einmal durch den Wärmetauscher durchgucken. Und wenn man so ein bisschen schräg reinschaut, dann sieht man ganz genau, ob die Lamellen alles sauber sind. Sind die Lamellen nach dem Putzen mit Wasser nicht sauber? Würde ich einen Reiniger nehmen oder nehme ich einen Reiniger? Ich verwende den Reiniger von Kältebringer. Der ist eigentlich für Innengeräte gedacht. Aber der Vorteil von dem Reiniger ist, wenn du den ziemlich nah an die Lamellen hinsprühst, dann schäumt der so auf wie Rasierschaum. Das heißt, dieser Reiniger dringt in die Lamellen ein, geht auf und drückt den Dreck richtig raus und macht zusätzlich noch sauber. Dazu ist wichtig, der ist brennbar. Das heißt, dazu muss der Wärmetauscher wirklich kalt sein. Das heißt, den ganzen Wärmetauscher richtig in die Lamellen einsprühen, das auf dem gesamten Wärmetauscher machen und den Reiniger dann eben mit viel Wasser absprühen. Nach dem Reinigen am besten noch 10 Minuten warten, bis das Wasser voll abgetropft ist. Und jetzt ist so, jetzt kann die Luft ungehindert an den Lamellen vorbeiströmen. Das heißt, der Verdichter muss nicht so hoch in der Drehzahl arbeiten und dementsprechend kann auch der verflüssige Lüfter in der Drehzahl niedriger sein und das macht unter Umständen, je nachdem wie schmutzig der Verflüssiger war, richtig viel Geld aus, wo ihr mehr bezahlen müsstet, nur dafür, dass ihr den Verflüssiger nicht gereinigt habt.